richtig eingeschaltet hier bei Pearl TV zu unserer Sale-Out-Sendung. Bedeutet, hier im Sale-Out können Sie mal einige sparen. Und heute haben wir unser Auto-Spezial. Ist für mich mit meine liebste Sendung, weil ich hier liebe alles, was mit dem Auto zu tun hat. Und da haben wir wirklich richtig tolle Helfer, die einem wirklich auch viel Stress und Kosten ersparen kann. Können aber eben hier auch natürlich im Sale-Out unsere TV-Sonderpreise. Also es lohnt sich jetzt direkt dran zu bleiben. Ja, es gibt ja verschiedenste Situationen im Straßenverkehr. Ich sag mal, die klassischen alltäglichen Situationen im Straßenverkehr. Sie fahren morgens aus der Garage raus, fahren ins Büro oder zur Arbeit und abends dann wieder zurück oder mal eben in den Supermarkt, die Kinder zur Schule. Sie kennen das, die obligatorischen, ganz normalen Routinefahrten. Es gibt natürlich jetzt auch schon wieder, gerade jetzt so in der Ferienzeit, auch im Hinblick auf Pfingsten vielleicht schon oder auf die großen Sommerferien, die Situation, wo man vielleicht mit dem PKW oder vielleicht sogar mit dem Campingmobil oder mit einem Bulli oder mit was auch immer ganz einfach mal Richtung Nord- oder Ostsee oder vielleicht mal Richtung Atlantikküste unterwegs ist und da natürlich mitunter auch mal Strecken befährt, den man jetzt nicht unbedingt so gut kennt, wie jetzt den Weg zum Supermarkt oder zur Arbeit. Aber egal, welche Strecke Sie fahren, ob Sie jetzt morgens die Kinder zur Schule bringen, was Sie schon seit Jahren jeden Tag wahrscheinlich machen, oder ob Sie eben mal in ein fernes Land mit einem Campingmobil reisen oder über Straßen unterwegs sind, die Sie noch nicht kennen, jede Fahrt birgt ihre Tücken. So ist das mir passiert. Vor ungefähr 3 Wochen fahre ich hier an einem Mittwochabend nach Hause, denk an nichts Böses und Bombs, ja, rennt mir ein blödes Wildschwein hier bei uns im Solling von rechts ins Auto rein. Und Bombs war es natürlich passiert, dann stehen sie erstmal ganz doof da. Es war stockfinster, mitten in so einer Waldecke und dann stehst du dann da mit so einem blöden Warnblinklicht und einem angetitschten Wildschwein im Straßengraben. Und da musst du dir natürlich mal ein Stück weit behelfen. Und das ist ja nicht alles. Die Situation an sich ist unangenehm genug, aber auch der Rattenschwanz, der hinterherkommt. Die Polizei kommt natürlich, was ist denn passiert, wie ist es passiert und so weiter. Und was soll ich Ihnen sagen, die ganze Geschichte, die ging so unfassbar schnell. Ich habe das erste Schwein noch laufen sehen, beim zweiten hat es schon geknallt. Und das war eine Sache von 2, 3 Sekunden. Ja, und natürlich ist es dann immer sinnvoll, wenn du eine Möglichkeit hast, so einen Schaden auch mal nachzuweisen. Ich persönlich bin Gott sei Dank haftpflichtversichert, also in der Teilkasko genauer gesagt. Und die hat den Schaden entsprechend abgedeckt. Und ich habe Gott sei Dank also auch deutlich klar machen können, dass das ein Wildunfall war. Das Glück hat man aber auch nicht unbedingt immer. Gerade jetzt so in diesen Zeiten, man sieht es wieder, Wildwechsel in den frühen Morgenstunden, am Nachmittag und so weiter, ist natürlich mitunter schwierig. Über 270.000 Wildunfälle übrigens im Jahr 2023. Kommt also relativ häufig vor. Wenn Sie so ein Tier nochmal antitschen und das Reh oder was auch immer Sie da erwischt haben, rennt zurück in den Wald, müssen Sie natürlich auch gucken, wie können Sie es eigentlich nachweisen und Ihrer Versicherung klar machen, dass es ein Wildunfall war. Super natürlich dann, wenn Sie einen unbestechlichen Zeugen im Auto neben sich sitzen haben. Das ist jetzt nicht Ihr Partner oder Ihre Partnerin, die Mutter oder die Oma. Das ist eine Kamera, die eine solche Situation aufgenommen hat, wie sie sich eben nun mal zugetragen hat. Im Falle eines Wildunfalls natürlich großartig, weil wir jetzt hier bei unserem ersten Modell eine Kamera haben, die hochauflösend funktioniert und sofort mit Fahrt antritt, quasi sobald sie den Motor starten, dann auch die Aufnahme startet und also keine Situation unbeobachtet lässt, was sich vor ihrem Fahrzeug abspielt. Das natürlich auch im Weitwinkelbereich. Wir reden hier von 150 Grad Weitwinkel. Das heißt, nicht nur den Blick auf die Straße richtet, sondern auch auf das, was eben rechts und links am Straßenrand passiert. Bei diesem Modell kommt noch sehr positiv zu erwähnen hinzu, dass noch eine zweite Kamera quasi das Fahrzeuginnere, genauer gesagt aber auch das beobachtet, was sich quasi hinter oder rechts hinten, links hinten hinter ihrem Fahrzeug verbirgt. Denn durch die Scheiben nach hinten raus kann die zweite Kamera natürlich nicht nur den Fahrzeuginnenbereich, sondern eben auch den hinteren Bereich ihres Fahrzeugs abdecken. Wenn mal jemand von hinten rechts, von hinten links kommt oder von hinten jemand drauf fährt, Sie wissen, auch da wird immer wild diskutiert. Sei es drum, wenn mal ein Schaden passiert, egal welcher Art, sei es jetzt wie bei mir ein Wildunfall oder mal ein ganz normaler Unfall im Straßenverkehr, ein Vorfahrtsverstoß oder mal ein Rotlichtverstoß, ein vermeintlicher oder sowas. Mit so einer Kamera haben Sie definitiv immer gute Chancen, vielleicht dann also mal ein Stück weit zu zeigen, was hat sich denn da eigentlich genau zugetragen. Und das gibt es eben heute im Sonderpreis. Ich glaube, so ein Beobachter möchten Sie einfach mal im Auto haben, wenn es darauf ankommt. Ja, und wir sehen hier gerade, regulär wären wir bei 90 Euro, fände ich auch schon wirklich einen Spitzenpreis. Aber ich habe es ja gesagt, hier im Sale-Out sparen Sie immer einiges und Ihr TV-Sonderpreis liegt bei dieser fantastischen Dashcam hier bei 78,99 €. Das ist einfach wirklich ein kleiner Preis, aber der hier gibt so, so viel Sicherheit. Das ist einfach wirklich der unbestechliche Zeuge, der immer dabei ist. Gerade bei dir, was da passiert ist,
Da hättest du die auch gut gebrauchen können, ne? Ja, sag mal, das kann natürlich auch schon mal sein, da kann ich Versicherungen auch verstehen, die dann auch sagen, ja gut, vielleicht bist du gegen eine Pöller gefahren oder gegen einen Baum gefahren, hast mal nicht aufgepasst und verkaufst uns das hier als Wildunfall und wir sollen den Schaden bezahlen. In so einem Fall hätte die Kamera also auch definitiv dieses Wildschwein aufgenommen, ja, sodass ich in der entsprechenden Beweismöglichkeit gewesen wäre. Modell Nummer 2 ist zugegebenermaßen einen kleinen Tick teurer, knapp 20 Euro kostspieliger, hat aber für mich persönlich noch einen ganz entscheidenden Vorteil. Und da gehen wir mal weg von den Alltagssituationen oder von Wildunfällen. Da reden wir vielleicht dann ganz einfach mal von mitunter auch mal Situationen, die etwas heikel werden können im In- oder im Ausland, wo man vielleicht dann nochmal ganz anders in die Beweisnot gerät. Eine Kamera wie diese jetzt hier hat ähnlich wie Modell Nummer 1 zwei Kameras. Das heißt, eine Kamera, die man hervorragend übrigens auch immer auszurichten, auf den Straßenverkehr nach vorne ausrichten kann. Eine zweite Kamera, die dann eben den Innenraum des Fahrzeugs überwacht, beziehungsweise natürlich auch mal aufgrund auch der hochauflösenden Qualität hinten aus der Heckscheibe raus, aus den seitlichen Heckscheiben heraus beobachten kann, was passiert denn eigentlich einmal rund ums Auto. Ich sage mal, mit so einer Kamera hier haben Sie mehr oder weniger eine 360-Grad-Rundum-Abdeckung. Übrigens sind das Originalaufnahmen, die wir Ihnen hier gerade zeigen, aufgenommen mit unseren beiden Dashcams. Das war bei Modell Nummer 1, als auch bei Modell Nummer 2 der Fall. Ich weiß nicht, ob es für das menschliche Auge so in direkter Linie erkennbar ist. Modell Nummer 1 hat eine fantastische Full-HD-Auflösung. Hier sind wir bei QHD. Wahrscheinlich ähnlich brillant von der Auflösung, wie das Ihr moderner Flachbildschirm zu Hause anbieten kann. Also da siehst du wirklich die entsetzten Augen einer Fliege, die kurz davor ist, auf ihre Frontscheibe aufzutreffen. Ja, also das aber nur mal Spaß beiseite. Die Brillanz bei dieser Kamera ist natürlich noch mal einen Tick besser als bei Modell Nummer 1. Beide Kameras haben einen Sony-Sensor, das heißt also brillante Sicht bei Tag. Modell Nummer 2 hat sogar noch Infrarot-Nachtsichtfunktion. Das heißt auch dann, wenn Sie mal in der Dämmerung oder im Dunkeln unterwegs sind, zeichnet Ihnen Modell Nummer 2 noch mal etwas brillanter, noch mal etwas schärfer und detailreicher eben auch mal die Situationen auf, die im Dunkeln passieren. Wow. Und jetzt guckt ihr das mal an hier. Ja, das ist ja schon was Wunderschönes jetzt hier. Die Engelchen backen wieder, hätte meine Mutter jetzt wieder gesagt früher. Ja. Aber ist natürlich auch mitunter fatal, wenn die Sonne so tief steht und kurz davor ist, unterzugehen, hast du natürlich mitunter mal eine gewisse Blendwirkung. Super gefährlich. Ja, und dann zieht mal einer auf der Autobahn raus, der hat es nicht gesehen und sie haben es auch nicht gesehen. Und ja, es passiert. Ja. Da steht ein Dummer auf und manchmal bin das eben auch ich. Aber mit so einer Kamera haben sie eben mal eine Möglichkeit, wenn es denn mal zu einer Diskussion kommt, wer ist denn eigentlich schuld gewesen, was ist denn überhaupt passiert, der ist mir aber vor die Nase gefahren, der war aber viel zu schnell und so weiter, haben Sie natürlich jetzt hier mit so einer Aufnahme eine ganz klare Situationsdarstellung und können sagen, so liebe Freunde der Polizei oder auch mal einem eventuellen Richter, wenn es also hart auf hart kommt, können Sie solche Aufnahmen natürlich heranziehen. Gibt sogar ein BGH-Urteil drüber, dann mal sagen, so Freunde, also das hier ist passiert, ja, ich bin das schuld gewesen oder eben auch nicht schuld gewesen. Aber zu den Vorteilen von Modell Nummer 2, hier sehen wir gerade nochmal einen Hinweis auf das Urteil vom Bundesgerichtshof, ist schon ein paar Jahre her, aber nach wie vor noch Gültigkeit. Also wenn mal irgendwas passiert, ist natürlich auch die Polizei, sind die ermittelnden Beamten und natürlich auch die entsprechende Staatsgewalt immer froh, wenn sie da mal vielleicht eine gute Aufnahme haben, um den Unfallhergang deutlich besser darstellen zu können oder sich einfach ein besseres Bild machen zu können. Dieses Modell hat, und das ist der Grund, warum sie neben der brillanten Auflösung noch ein paar Euro kostspieliger ist, noch einen weiteren Vorteil, den ich persönlich nicht von der Hand weisen möchte. Das ist eine sogenannte GPS-Funktion. Und so sieht das dann ungefähr aus, wenn Sie das Ganze dann später auch einfach mal auf Ihrem Rechner auslesen möchten oder auslesen müssten. Sie sehen die Bilder der beiden Kameras oben links. Eine nach vorne, die andere ins Fahrzeuginnere. Da sieht man auch sehr schön, wie die Kameras auch nach hinten rausschauen können. Interessant aber bitte, hier wird natürlich auch deine Position auf dem Erdball über GPS, Global Positioning System, dargestellt. Und noch interessant zu wissen, eben auch die gefahrene Geschwindigkeit. Sie wissen, wenn Sie ein bisschen zu schnell unterwegs sind und geblitzt werden, zieht Ihnen die Polizei immer eine gewisse Toleranz ab. Haben wir auch schon mal festgestellt. Ja, und das ein nicht oder ohne andere Mal. Ja, und das nicht ohne Grund, weil diese Tachos im Auto sind natürlich nie so hundertprozentig genau. Über den Satelliten, das heißt über das GPS-System, kann also die gefahrene Geschwindigkeit auf das Stundenkilometer genau ermittelt werden. Und wenn Sie jetzt in einen Unfall kommen und der andere sagt, der ist da lang gerast wie ein Irrer, der kam da mit 120 an in der 70er-Zone, können Sie sagen, Moment, hier, 72 km/h, das ist bei weitem nicht so schnell, war angemessen die Fahrweise, also ich bin nicht schuld gewesen. Ja, das ist wirklich hier Ihre eigene Sicherheit und auch hier sparen Sie wieder einiges
Sie sehen es gerade, unser TV-Sonderpreis lag hier bei 99,99 €. Die Bestellnummer wäre die NX 48 20 und die 569. Ja, jetzt haben wir das schon mal abgedeckt, den unbestechlichen Zeugen. Ja. Aber es gibt natürlich noch weitere Dinge, die beim Auto so passieren können. Und da haben wir jetzt was richtig Praktisches. Das würde ich am besten immer gleich mitnehmen. Und genau das ist es. Wir möchten Ihnen zwei Möglichkeiten zeigen, wie Sie verschiedenste Problematiken abfedern können, die im Autofahrerleben hier und da mal auftreten können. Und das tun wir mit sogenannten Powerbanks. Jetzt, wenn Sie vielleicht eine Powerbank kennen von Ihrem Smartphone, das sind kleine, kompakte Gerätschaften, wo man eben Kabel reinsteckt, um mal eben so ein Smartphone wieder mit Energie zu versorgen. Diese Gerätschaften hier sind für den Kfz-Bereich gedacht oder auch mal für den Campingbereich. Ich sag mal, die Campingsaison ist auch wieder losgegangen. Viele Camper sind jetzt wieder unterwegs. Und egal, ob ein kleiner PKW oder sowas oder ein riesengroßes Campingmobil, mitunter hast du das Problem, dass du schon mal eine Fahrzeugbatterie wieder flott machen musst. Vielleicht hat der Campingwagen jetzt die letzten 3-4 Monate irgendwo im Winterquartier gestanden und sie haben ein Licht angelassen oder so. Ja, dann ist vielleicht die Batterie mal leer gelaufen. Sie kennen es vielleicht auch von Ihrem PKW, gerade in der Übergangszeit, in den Wintermonaten, wo die Temperatur permanent schwankt. Hat man schon mal das Problem, dass die Batterie vielleicht auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und einfach nicht mehr das hergibt, was sie tun soll. Sie können mit so einer entsprechenden Powerbank ohne weiteres jetzt hier mit den entsprechenden Klammern, ich habe sie jetzt hier gar nicht mit dabei, das sind solche Krokodilsklemmen oder Polklemmen werden sie auch genannt, jederzeit mal eben eine Autobatterie ohne ein zweites Fahrzeug, ohne Überbrückungskabel und so weiter wieder flott machen. Übrigens, viele Automobilclubs nutzen das in ähnlicher Art und Weise. Jetzt haben wir hier mal ein tolles Modell, mit dem Sie noch sehr viel mehr anstellen können, als einfach nur eine Kfz-Batterie wieder flott zu bekommen. Übrigens ganz egal, ob wir jetzt hier von der PKW oder von der Campingmobilbatterie oder auch mal von der LKW oder der Transporterbatterie sprechen. Hier hast du noch mal weitere Möglichkeiten, mal für Energie zu sorgen. Zum einen, wenn wir schon von Powerbank sprechen, haben Sie hier die entsprechenden Anschlüsse für die Stromversorgung von USB-Geräten, Handys, Navigationsgeräte und so weiter. Bluetooth-Lautsprecher, Kopfhörer, Smartwatches, all das, was man eben gern mal im Urlaub mit dabei hat, ja, oder wenn man eben draußen unterwegs ist. Aber sehr interessant auch zu wissen, Sie haben hier sogar eine 230-Volt-Steckdose. Denn viele sagen, speziell im Außenbereich, da hast du mal irgendein Gerät, vielleicht mal einen Laptop oder sowas, den du mal mit Strom versorgen möchtest, kannst du hier ohne weiteres tun. Denn hier kann man Gerätschaften mit bis zu 120 Watt bedenkenlos mit Strom versorgen. Das sind elektrische Kleingeräte, wie zum Beispiel ein Laptop. Du könntest damit bestimmt auch mal deinen Rasierer wieder aufladen im Campingbereich oder mal deine elektrische Zahnbürste wieder mit Energie versorgen oder ganz einfach auch mal andere elektrische Kleingeräte zuverlässig mit Strom versorgen. Einfach nur hier einschalten, zack, und dann haben Sie Strom auf der Steckdose. Ich persönlich möchte noch mal auf diesen Wildunfall zu sprechen kommen. Es war also abends um 9 Uhr, es war stockfinster, du konntest die Hand vor Augen nicht sehen da oben im Wald. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man vielleicht eine Unfallstelle zuverlässig absichern kann. Klar, über ein Warndreieck oder mal über diese typische Warnblinkanlage im Auto. Ich war aber leider direkt hinter einer Kurve und da wäre es natürlich super gewesen, wenn man da ganz einfach mal nochmal 100 Meter hinter der Unfallstelle vielleicht schon mal vorwarnen kann. Kann man hiermit tun. Sie haben eine zuverlässige Lichtquelle, sehr, sehr leuchtstark übrigens, und die lässt sich zuschalten. Übrigens auch auf Warnsysteme. Sie sehen das hier, in dem Fall ist das jetzt hier rot gemacht, oder wer es noch ein bisschen aufdringlicher haben möchte, schaltet das Ganze ganz einfach auf Flackern ein. Wenn Sie vielleicht auch einfach nochmal rund ums Auto gehen möchten, mal gucken wollen, ist alles okay oder was, habe ich einen platten Reifen oder ist irgendwas anderes passiert, haben Sie natürlich hier auch noch mal eine zuverlässige kleine Taschenlampe, die man aber ebenfalls auch noch mal hier auf Blinken und so weiter einstellen kann. Also alles in allem, im Dunkeln ist Licht immer sinnvoll, das kannst du auf viele hundert Meter erkennen. Wenn du jetzt nur so die kleinen Warnblinkanlagen und so weiter hast, wird der Unfall vielleicht zu spät gesehen. Gerade in meinem Fall wäre das hinter der Kurveneinfahrt oder hinter dem Scheitelpunkt der Kurve fatal gewesen. Da ist sowas großartig und natürlich mal eine zuverlässige Energiequelle, egal ob USB oder 230 Volt zu haben, ist immer klasse. Und das in dieser handlichen Form hier, finde ich schon cool gemacht, das Teil. Das ist wirklich richtig cool, aber auch hier sparen Sie natürlich wieder, da wir ja hier im Sale-Out uns befinden. Aber wir werfen natürlich erstmal einen Blick auf den regulären Preis. Und dort sehen wir, bei Pearl.de sind wir bei knapp 85 € und Ihr TV-Sonderpreis hier und heute liegt bei 73,99 €. Das ist wirklich ein Spitzenpreis für unsere 4-in-1 Kfz-Starthilfe und eben auch noch Powerbank und diese 230-Volt-Steckdose. So cool, ne? Die hat mich jetzt wirklich überzeugt, weil da kann man dann wirklich alles mit wieder anschließen und mit Strom betreiben. Und wir sind ja alle ein bisschen stromabhängig, deshalb unbedingt zugreifen. Aber wir haben noch eine weitere Variante für Sie und auch die
die ist richtig toll. Die geht hier sogar bis 10 Liter Hubraum. Und das ist der Punkt. Also das erste Modell, was wir gerade kennengelernt haben zum Überbrücken oder zum Wiederflottmachen einer Kfz-Batterie oder einer Campingmobilbatterie oder was, geht bis 8 Liter im Benzinbereich, bis 6 Liter im Dieselbereich. Also da müssen Sie schon einen dicken V8 fahren, um da überhaupt mal an eine Grenze zu kommen. Mitunter hast du aber einen Transporter. Ja. Bist vielleicht im Umzug oder was und hast dir einen 7,5-Tonner gemietet oder so. Das Ding steht voll, du musst ihn in 3 Stunden wieder zurückgeben. Oh Gott, der Albtraum. Du stehst mitten in der Innenstadt, Berlin, Hamburg, München oder so, und drehst den Schlüssel und nichts passiert und hinter dir hupen sie schon. Ui. Dann finden wir jemanden, der dir so ein Auto überbrücken kann. Viel Erfolg und viel Glück vor allen Dingen. Oder aber, Sie können sich in so einem Fall mal behelfen. Natürlich geht das auch mit kleineren Fahrzeugen. Also auch wenn, nicht, wenn wir vom 7,5-Tonner sprechen, sondern auch von so einem kleinen Fiat Cinquecento oder sowas oder so ein kleiner Stadtflitzer. Natürlich regeln diese Powerbanks die Energieübertragung auf die Autobatterie so herunter, dass die jetzt nicht mit Überspannung kaputt gehen können oder sonst irgendwas. Sie geben also immer genau die richtige Energie ab, die eine Fahrzeugbatterie in dem Moment braucht. Mitunter haben Sie aber schon mal das Bedürfnis und sagen, Mensch, wenn ich mir schon sowas leiste, dann kaufe ich mir mal was richtig Vernünftiges. Und deswegen haben wir jetzt hier in dieser praktischen Transportbox, so sehen übrigens die Klemmen aus hier, eine Variante für Sie, die momentan zu den beliebtesten überhaupt zählt. Damit können Sie Fahrzeuge bis zu einem Hubraum von insgesamt 10 Litern wieder flott machen. Ich packe es mal rein, damit Sie das mal gesehen haben. Hier. So, einmal so, einmal so. Zack, piep, fängt schon an zu piepsen. Und hier sehe ich schon, hier ist entsprechender Stromfluss drauf. Und jetzt können Sie einfach nur die Motorhaube öffnen. Und egal, ob die Batterie jetzt im Motorraum zu finden ist oder unter dem Beifahrersitz oder hinten im Kofferraum, wie in meinem Auto, da habe ich eine halbe Stunde für gebraucht, bis ich begriffen habe, wo ist denn eigentlich meine Autobatterie, werden Sie definitiv vorne im Motorraumbereich einen Plus- und einen Minuspol finden. Plus ist immer der rote, der ist immer deutlich gekennzeichnet mit einem Plus, auch in der Regel mit so einer Gummikappe drüber. Der Minuspol, der schwarze Pol, muss nicht unbedingt immer gleich mit einem Minus gekennzeichnet sein. Meistens haben Sie so einen Massepol, das ist so ein nicht lackiertes Metallteil, wo dann entsprechend hier die Masse drankommt. Das wäre in dem Fall Minus. Und wenn Sie das gemacht haben, steigen Sie ins Auto wieder ein, drehen den Zündschlüssel und in dem Moment gibt Ihnen diese Powerbank genau die richtige Energie an die Autobatterie ab, um das Fahrzeug wieder zu starten. Bitte nicht direkt danach wieder ausmachen. Fahren Sie ruhig mal ein paar extra Kilometer. Gönnen Sie sich eine extra Runde, denn die Lichtmaschine sorgt dann dafür, dass mit jedem weiteren gefahrenen Kilometer die Batterie also auch wieder vollgeladen wird. Ja? Das geht hier bei diesem Modell für alle Fahrzeuge bis 10 Liter Hubraum, egal ob Benziner oder Diesel. Das ist unser kleiner Alleskönner momentan. Das ist so das Modell, was ich mir kaufen würde, wenn ich mir so wirklich überhaupt keine Gedanken mehr machen müsste oder überhaupt nicht weiß, wie viel Liter Hubraum hat mein Audi, mein BMW, mein Mercedes, mein VW oder wie sie alle heißen denn überhaupt. Pack dir sowas mal in den Kofferraum, nimmt nicht viel Platz weg, du hast das in der Transporttasche mit dabei und dann hast du mal eine Energiereserve. Schön natürlich auch zu wissen, dass wir hier auch immer eine Beleuchtung zur Verfügung haben, wenn Sie mal in eine Panne kommen. Sie können auch hier jederzeit mal Ihre USB-Geräte mit Strom versorgen. Also das ist wirklich ein kleiner Alleskönner, mit dem man nicht nur eine Kfz-Batterie wieder flott bekommt, sondern quasi auch andere elektrische Geräte mit Strom versorgen kann. Und das in der handlichen Form. Übrigens insgesamt 1,4 Kilo im Gesamtpaket. Ich finde, das ist zumutbar. Ja, das ist wirklich wunderbar. Schauen wir doch jetzt auch noch mal, wie viel Sie denn sparen und werfen mal einen Blick wieder auf den Preis bei Pearl.de. Und ja, da sparen Sie wirklich einiges, denn wir sehen hier gerade in der Premium-Serie schon bei 140 Euro, bedeutet am meisten bestellt und am besten bewertet, aber Sie schauen gerade Pearl TV und deshalb liegt Ihr TV-Sonderpreis hier im Sale-Out bei 119,99 Euro. Und das finde ich wirklich ein super Preis, weil Carsten hat das schon gesagt, wenn man einfach gar nicht so genau weiß, wie viel Hubraum denn sein Auto hat. Hier hat man wirklich alles mit dabei. Das ist einfach wirklich ein Alleskönner hier. Unsere Kfz-Starthilfe und natürlich auch noch Powerbank. Die Beleuchtung ist auch noch mit dabei. Also das ist wirklich super. Kann ich Ihnen auch nur empfehlen, immer mit dabei zu haben. Vielleicht passiert Ihnen nicht selber was, aber vielleicht kann man auch mal anderen helfen. Das ist auch immer eine gute Tat, die man machen kann. Und eine Starthilfe ist natürlich wunderbar. Bin ich der Meinung, sollte an sich in jedem Fahrzeug vorhanden sein. Und glauben Sie mir eins, wissen Sie selber, wenn Sie ein paar Jahre im Straßenverkehr unterwegs waren, es geht 100-mal gut, beim 101. Mal passiert was. Entweder rauscht Ihnen einer rein, es rennt so eine blöde Wildsau aus dem Wald. Ja, der hätte auch 3 Sekunden später loslaufen können. Oder die blöde Batterie streikt mal, aus welchem Grund auch immer. Sie haben eine blöde Lampe angelassen. Sorgen Sie vor, wenn so eine Situation kommt, sind Sie bestens vorbereitet. Ja, deshalb jetzt unbedingt zum Hörer greifen und bestellen. Und dann wünschen wir Ihnen eine gute Fahrt.